Wahnsinn. Do what you like. Und wir haben die jetzt natürlich noch im Star Talk, also ruft an 01805 15 17 51 oder fax 01805 15 17 52 oder schreibt eine E-Mail an interaktiv@viva-tv.de und dann haben wir gleich Friendship AM Talk, also bleibt dran. Yes. Wer sich diesen Ohrwurm eingefangen hat, ist ihn auch nicht mehr so schnell losgeworden. Wer dazu noch das Video zu My Heart Goes Boom kennt, der weiß, wie schwer es ist, sich der erotischen Anziehungskraft von Barbara, der Sängerin von French Affair, zu entziehen. So kam auch der Erfolg für die 25-Jährige quasi über Nacht. Wirklich, aber ich war zu der Zeit nicht in Deutschland. Ich konnte es nicht fassen und habe einfach gedacht, cool. Cool. Es war nicht so, dass wir gedacht haben, hey, wir werden damit ganz sicher die Nummer 1 landen. Ich war die Letzte, die damit gerechnet hätte. Auch ohne den Erfolg hätte ich genauso viel Spaß gehabt. Der Erfolg hat mich wirklich total überrascht. I was really, really surprised. Angetrieben vom Erfolg der ersten Platte servieren Barbara und ihr Team jetzt den Nachschlag und geben der Tanzgemeinde den eingängigen Tipp. Do what you like, mach was dir gefällt. Das dazugehörige Video drehte French Affair Ende März in den Babelsberg Studios bei Potsdam. Wir sind hier im Studio, es sieht aus wie ein Club, ich bin gespannt, wie es wird. Wir haben eine große Kuschelhöhle gebaut und werden eigentlich ein ziemlich edles Partyvideo im Prinzip drehen. Und das ist ihnen auch gelungen. Doch um all dies zu realisieren, waren zuallererst die Bühnenbildner gefragt, die das Set aufgebaut haben. Dieses Set ist sehr aufwendig, weil wir sehr organische Formen haben. Das heißt, es ist komplett gebaut. Es hat halt fast keine rechteckigen Elemente. Und daher ist es vom Bau her sehr aufwendig und ziemlich teuer. Aber ich denke, dass sich es gelohnt hat. Ganz nach dem Motto Do What You Like herrscht am Set auf dem ersten Blick heilloses Durcheinander. Doch alles ist perfekt durchgeplant. Vom Regisseur über die Maskenbildner bis hin zur Security sind über 50 Personen direkt am Dreh beteiligt. Besonders der Regisseur ist angespannt, liegt doch die ganze Verantwortung in seiner Hand. Und jeder Handgriff muss in diesem dicht gedrängten Zeitplan sitzen, in welchen auch Barbara fest eingebunden ist. Wir sind seit 6 Uhr heute früh hier und es wird noch ungefähr bis 8 oder 9 Uhr abends gehen. Morgen werden wir dann auch noch ein paar Aufnahmen machen. Es dauert immer so 1 bis 2 Tage, bis die Szenen im Kasten sind. Es ist immer sehr lustig und wir haben viel Spaß, aber es ist auch viel Arbeit. Doch die Arbeit zahlt sich aus. Do What You Like ist in der ersten Woche bereits auf Platz 38 eingestiegen. Interessant ist, dass Barbara auch in ihrem neuen Hit wieder einige Passagen auf Französisch singt. Die Sprache ist schön und die Leute mögen das. Sie denken, das ist sexy, deshalb singe ich auch auf Französisch. In Zukunft, so verrät uns Barbara, wird sie aber auch Songs aufnehmen, die nur in Englisch gesungen sind. Diese werden dann auf ihrem ersten Album zu hören sein, welches demnächst erscheinen wird. Bis dahin werden wir weiterhin ganz nach der Devise Do What You Like die heimischen Dancefloors bevölkern. Es war echt schön hier mit Viva, aber jetzt muss ich leider gehen. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Passt auf euch auf. Tschüss. Take care. War ein kleiner Bericht schon über French Affair. Jetzt haben wir hier die Barbara im Talk. Ja. Mensch, Barbara, schön, dass du wieder da bist. Und es hat sich ja einiges getan. Und ich muss jetzt einfach die Frage stellen, hast du damit gerechnet, dass du so einen Riesenerfolg mit dem ersten Hit haben würdest? No, of course not. Nein, natürlich nicht. It's not something, I mean, I don't know if, also ich weiß nicht so genau, aber eigentlich wirklich nicht. Ich habe mir gedacht, wir machen das mal und dann mal gucken, was so passiert. Und was passiert ist, das fand ich natürlich super. Aber es ist ja nicht so, du machst, dass es nur ein Lied machst und das wird auf jeden Fall Nummer 1. So ist das ja eigentlich nicht. Das erwartet man nicht unbedingt. Hast du schon Angst, dass sich dein ganzes Leben lang dieses La-Di-Da-Da irgendwie verfolgen wird? Well, it's not for me to know, you know, it's for the public. Also man weiß das ja nie so genau, was passiert. Die Öffentlichkeit macht das ja. Ich hoffe natürlich, dass ich Erfolg haben werde. Man weiß nie so genau, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob ich immer singen werde, aber es liegt an der Öffentlichkeit, am Publikum, was passieren wird, ob ich jetzt Erfolg haben werde mit French Affair oder nicht. Denn es sind ja nur die Leute, die uns beurteilen und nicht ich selber nur.
Ja, aber Erfolg ist ja auf jeden Fall da. Und ich denke auch mit der zweiten neuen Single, Do What You Like, ist es ja auch was anderes als La Li Da 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 Da. Nee, da ist die, also, die Da drin oder so, ne? Was? Nein. Okay. Ja, okay. Lass mal über die neue Single reden. Wie ist das alles zustande gekommen? How did I do it? Wie ich gemacht habe? Much more, when did I do it? Eigentlich mehr die Frage ist wichtig, wann wir es gemacht haben. Wir sind ins Studio gegangen, wir haben das Lied vorher geschrieben und mal geguckt, ob es ganz schnell so. No, I mean, nee, eigentlich nicht. Wir machen die Dinge nie so schnell. Es hat schon eine gewisse Zeit gedauert. Wir haben uns überlegt, was wir machen könnten, wie das Lied sein könnte. Und das ist natürlich auch Teil des Albums. Und das ist natürlich wichtig, das so zu machen. Ja, wir haben lange darauf gewartet, dass ein Videoclip endlich fertig wird von Do What You Like. Ihr seid ja schon in die Charts gegangen letzte Woche. Und jetzt haben wir ihn endlich da und wir wollen uns den erstmal angucken. French Affair mit Do What You Like. Oh, nein? No, dann ist es ja eine Premiere für dich. Also schau doch, selber noch nicht gesehen. Schau dort vorne hin und dann siehst du Do What You Like, French Affair. Und dann reden wir gleich noch ein bisschen mit ihr weiter. Ihr könnt immer noch anrufen und so. Ja. French Affair. Cool. Do what you like. So, jetzt hast du das erste Mal gesehen. Wie fandest du es? Yeah, fine. I never saw it before. Ja, gefällt mir sehr gut. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich bin jetzt recht überrascht, aber es gefällt mir.